Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, Dirty Harry speaking. Und zwar mit dem US-Truck Richtung Paris unterwegs. Es ist nicht mehr so weit, glaube ich. Könnten wir innerhalb dieser Folge schaffen? Das wäre doch was, ne? Ja. Schön Stoff geben. Wir haben auch nur noch... Wartet. Naja, nächste Pause in 4,5 Stunden. Das sollte reichen, weil... hier ist ja angezeigt offensichtlich ETA. Also der voraussichtliche Eintreffungstermin. ETA, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Wird schon irgendein Klugscheißer die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall nur noch knapp 4 Stunden brauche ich. Geschätzt. Deswegen bin ich da ganz schön entspannt, was das Schlafen angeht. So, da oben haben wir den schönen Mond. Schade, dass es so Nacht ist, ne? Sieht man den Truck gar nicht so richtig. Gucken, Herr Frenkel, gucken. Ja, nicht einfach irgendwie so Schlangenlinien. Schön gucken. So. Es passiert halt natürlich jetzt nicht so viel. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt die dritte Folge in Folge. Bin ich allein. Einsam und allein und verlassen. Aber da müsst ihr jetzt leider durch. Weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, oh Mann, du hast ja ständig Talks. Da geht's ja gar nicht mehr so ums eigentliche Spiel. Wie doof ist das? Und deswegen habe ich jetzt hier mal diese US-Truck-Folgen zwischengeschoben. Aber man muss halt trotzdem auch ganz klar sagen, ich spiele das Spiel jetzt schon ein bisschen länger. Es gibt dann irgendwann auch nicht mehr so viel zu erzählen, ja? Was soll ich denn da hier noch über das Spiel erzählen? Dass ich immer mit Fernlicht fahre, dass ich nie blinke, das weiß ja eh jeder mittlerweile. Könnt ihr eigentlich mal blinken jetzt, oder? Einfach nur noch mal so, einfach so, zur Feier des Tages. Einmal links, einmal rechts, einmal links. Wie kriege ich jetzt wieder aus, den Blinker? Scheiße, ich weiß nicht, wie der Blinker wieder ausgeht. Ja, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen länger blinken. Warte mal, dann machen wir es so. Blinken wir rechts, wie es sich gehört. Und dann muss der doch wieder sich ausschalten, oder? Nee, da muss man aber dann richtig links abbiegen. Rechts, oder? Scheiße, ich weiß nicht, wie der Blinker ausgeht. Hallo, Kollege! Zufahren! Weg da, hier kommt der Chef! So, wahrscheinlich muss ich irgendwie eine Taste daneben drücken, oder? Ja, die nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah! Okay, einfach die gleiche Taste nochmal. Ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Habe ich schon bezahlt? Hab schon, ne? Hab schon bezahlt. Ist alles gut. Wir fahren weiter. Hallo, fahr mal nicht so lahm. Das war auch wieder ein bisschen knapp, oder? No risk, no fun. So, also weit kann es nicht mehr sein. In Frankreich sind wir ja schon länger. Ich sage euch, das schaffen wir innerhalb dieser Episode. Falls es ein bisschen länger dauert als eine Viertelstunde, dann mache ich halt mal wieder eine kleine Ausnahme und fahr mal ein bisschen länger für euch. Damit ihr euch freut. Ich werde ja immer und immer wieder gefragt. Und da kann ich es tausendmal in meine häufig gestellte Fragen Dingsbums reinschreiben, warum ich denn immer nur Viertelstundenfolgen mache. Das ist doch doof. Mach doch länger. Mach doch eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei. Oder vielleicht drei, vier. Wie wär's mal mit einer 5-Stunden-Folge? Ja, das ist schwachsinnig. Das ist halt nur mal so bei YouTube, die Erfahrung sagt, dass Videos, die länger sind als 15 Minuten, im Durchschnitt eben gar nicht zu Ende geguckt werden. Und das wäre ja wirklich verschenkte Arbeit quasi. Das wäre ja blöd. Ich glaube gerne, dass ein, zwei, drei Leute dabei sind, die auch mal eine halbe Stunde sich anschauen. Glaube ich, ohne Frage. Aber das lohnt sich nicht. Und ich denke mal, mit einer Folge pro Tag
könnt ihr ganz gut leben beim Truck Simulator. Wobei, ich sagen muss, die Klickzahlen sind zuletzt nicht so ganz doll gewesen. Nicht zuletzt heißt, vor ein paar Folgen, wahrscheinlich ist das mittlerweile schon wieder hinfällig eventuell, weil ich schon wieder neue Zahlen habe, weil ich ja schon ein paar Folgen wieder gefahren bin. Aber zuletzt war das nicht so prall. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe dann schon kurzzeitig überlegt, das auf zweitäglich umzuschalten. Dass also nicht mehr täglich Eurotruck kommt. Aber ein bisschen Schonfrist gebe ich dem Ganzen noch. Weil es halt doch das beliebteste Let's Play ist in meinem Kanal. Und da kann ich nicht einfach sagen, ach komm, da machen wir nicht mehr so viel. Solange es noch das mit den meisten Klickzahlen ist, wird es auch, denke ich, täglich laufen. So, da will einer rein, das ist mir wurscht, ich will da rüber. So. Ja, ich fahre jetzt wieder ein bisschen weit rechts, ich weiß, aber ich bin einfach den Büschen so gern nahe. Ich liebe Büsche. Versteht ihr? Deswegen mache ich das. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich in der nächsten Episode mal mein Glück mit der Schwertransport-Mod versuche. Ob ich das dann wirklich so durchziehe, weil es soll wirklich sauschwer sein, diese Scheißdinger da zu steuern, ohne irgendwie anzudötzen. Und soweit ich weiß, ist es bei manchen Autobahnzufahrten fast schon unmöglich, mit dem Ding da drauf zu kommen. Da weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich ernsthaft antun will. Aber ausprobieren könnte ich das schon mal, glaube ich. So, anhalten. 30 Euro, du spinnst wohl. Die Franzacken, ey. So, dann nehme ich mir einfach mal gerade die Vorfahrt. Super, hervorragend. Und ich habe auch eigentlich nur während der Tour einen Unfall gebaut. Bin so gut. Fast schon ein bisschen langweilig, ne? Das mit Tastatur, mit Hardcore-Steuerung. Weil mit Lenkrad, das kann ja jeder. So. Jetzt sind wir aber, glaube ich, schon ganz gut unterwegs. Ja, ja, das haben wir bald. Das haben wir bald. So. Jetzt muss ich dann doch nochmal gähnen. So alleine rumzugurken ist dann auch ein bisschen ermüdend, da muss ich gestehen. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Woran liegt's? Ja, man ist einfach nicht so auf Vollkonzentration geschaltet. Deswegen, ja, da wollte ich doch gar nicht hin. Da fahren wir nur durch. Das ist eine Werkstatt. Das brauchen wir gerade nicht. Wir fahren einfach nur durch. Und da habt ihr es rechts gesehen, das Schild nach Paris. Ich glaube, da war ich noch nicht, oder? Naja, er wird es mir verraten dann, wenn er sagt, erster Aufenthalt oder so. Die schleichen hier gerade ein bisschen. Woran das wohl liegt? Ich dachte es mir doch. Ja, okay. 50 Euro ist okay. Das ist auch durch eine Mod, glaube ich, bedingt hier, dass ich nur 50 Euro zahle. Ganz am Anfang weiß ich, da habe ich viel, viel mehr bezahlt, Strafe für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und das haben die jetzt, glaube ich, auf realistisch getrimmt. Ach, ich muss schon wieder. Ich muss schon wieder gähnen, das tut mir sehr leid. Die 50 Euro, die kann man aber mal locker verkraften, ne? Das ist ja mal killefick. Ach komm, war was? Ich hab nichts mitgekriegt. Ihr? Nö, ne? Es hat gedonnert, glaube ich, oder? Gewitter war, glaube ich. Ah, kacke! Ich muss geradeaus. Oh, fuck! Okay, das war nicht so gut. Jetzt habe ich mal kurz nicht geguckt. Das Navi hat mich zwar richtig geleitet, aber ich habe gerade gepennt. Ja, so schaut das aus. Da müssen wir ein bisschen was reparieren nachher. Ist aber nicht schlimm, Mann. Wir haben ja Kohle ohne Ende. Ihr seht ja jetzt 546.000. Ich könnte eigentlich mal meine LKW-Flotte erweitern. Das wäre vielleicht trotzdem nicht ganz so unschlau. Weil da ja dann noch ordentlich viel mehr Kohle reinkommt mit der Zeit.
Und ich glaube, das mache ich auch. Ich kaufe mir einen MAN, denke ich mal. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Idee. Das machen wir. Das machen wir als nächstes. Wir kaufen uns einen MAN. So, vorsichtig hier ran. Zack. Maut. Stelle und, ja, die Episode hier jetzt würde normalerweise nur noch 5 Minuten dauern. Mal gucken, was ich mache. Entweder ich lasse die Folge, die Episode länger laufen. Oder ich schließe gleich an mit einer Episode, bei der ich eben mir diesen MAN-Truck kaufe. Jetzt warte mal. Ja, alles gut noch. Alles gut, alles im grünen Bereich. Wir können weiterfahren. Ich habe ein bisschen Angst vorm Einparken. Das ist mit diesem Truck hier auch nicht so ganz einfach. Weil du halt das Lenkrad deutlich mehr kurbeln musst als bei anderen. So, 90 fahren wir. Mehr geht leider nicht. Mehr geht leider nicht. So. Ich überlege und überlege und überlege, ob ich schon in Paris war oder nicht. Und ich komme nicht drauf, ob ich hier schon in Paris war oder nicht. Ich weiß es nicht. London war ich auf jeden Fall schon. Habe mich schon geärgert drüber, dass man so richtig tolle alte Sehenswürdigkeiten gar nicht sieht. Sondern nur so einen neumodischen Kram, den kein Mensch kennt. Und wenn in Paris kein Eiffelturm steht, dann muss ich leider, glaube ich, eine Amokfahrt durch die Stadt machen. Aber wenn ich schon dahin fahre, dann will ich den auch sehen. Ich war ja schon mal in Paris. Aber nicht auf dem Eiffelturm. Da stehen ja 1000 Milliarden Leute an und dann haben uns irgendwelche einheimischen, intelligenten und Reiseführer-Typen gemeint, es wäre schlauer, auf irgendeinen komischen anderen Turm zu gehen. Da gibt es irgendwie so ein Hochhaus noch, dessen Namen ich vergessen habe, das eben auch ziemlich hoch ist, was der Name Hochhaus ja schon etwas andeutet. Und dass wir lieber darauf gehen sollen, als auf den Eiffelturm, da hat man nicht so lange Wartezeiten. Und dann konnte man den Eiffelturm auch ganz gut sehen, ein bisschen in der Entfernung. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich wäre trotzdem viel lieber irgendwie mal auf den Eiffelturm gegangen. Aber anscheinend, wie gesagt, stehen da Massen an Menschen an. Und das ist nicht so gut. Was fliegt denn da oben vorbei? Ist das ein UFO? Oder ein Flugzeug? Ist das ein Flugzeug? Ist das ein Vogel? Ist das einfach nur Einbildung? Ja, das war irgendwie nur eine Spiegelung. So passiert das nämlich im echten Leben hier mit den UFO-Sichtungen. Man sieht irgendeine Spiegelung im Lack oben und dann denkt man, das ist ein UFO. Und dann macht man ein Foto und macht einen riesen Molly. Und dann ist das alles eigentlich nur Schwachsinn. Wie immer. So, geradeaus müssen wir. Das heißt, ich muss aufpassen, dass hier mich nicht diese Spur schon wieder abdrängt. Genau das ist nämlich schon wieder der Fall. So. Jetzt müssen wir in Paris ankommen und es ist nicht mal hell. So ein Scheiß. Das finde ich aber nicht in Ordnung. So, und wisst ihr, was ich auch nicht in Ordnung finde? Von mir? Ich glaube, ich breche diese Folge jetzt doch dann hier ab, ganz normal, nach 15 Minuten. Weil ich ja noch gar nicht angekommen bin. Ich muss da noch einparken und dann möchte ich mir noch Trucks kaufen und das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gehen wir nochmal einkaufen. Was haltet ihr davon, oder? Machen wir es hier doch zu Ende. Ich bin so unschlüssig irgendwie. Lalala. Ich lasse es einfach mal offen. Ich sage jetzt nichts mehr. Und lasst euch die Spannung, ob es denn weitergeht oder nicht. Das kann ja jetzt echt nicht mehr so weit sein, ne? Nee, komm, wir machen die Folge zu Ende und machen dann in der nächsten vielleicht Truck-Einkauf und Schwertransport-Mod. Wir spielen die Folge hier zu Ende. So, das ist jetzt die endgültige Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Hurra, hurra. So. Ist ja auch wirklich nicht mehr weit, ne? Jetzt kann ich nur hoffen, dass mir so geht wie meiner Frau. Der Gainer gerade eben war jetzt übrigens nicht von mir, der war jetzt vom Computer. Ja, die hat ja ihre letzte Tour in irgendeine komische Sandgrube oder was weiß ich, irgendein Abbaugebiet gebracht, ihre Fuhre, und musste dann gar nicht groß einparken.
Aber ich schätze, das hier ist Paris und kein Vorort oder sowas, oder? Oder doch? Ich muss jedenfalls links abbiegen. So, sehen wir irgendwo den Eiffelturm? Bin ich überhaupt schon in Paris? Fragen über Fragen. Vielleicht ist das doch noch außerhalb von Paris. Dann müsste ich leider noch mal kurz raus und noch mal ein bisschen rumfahren und mal schauen, ob ich den Eiffelturm sehe. Aber er hat nichts gesagt von erster Aufenthalt, ne? Das heißt, ich war wohl schon da. Ach komm, was ist das denn gewesen? Gar nichts war das. Blöder Penner, fahr zu! Oder bin ich dem da drauf gefahren? Ist da vor mir einer? Okay. Alles klar. Fahr! Das seht ihr mal, ja? Man sieht mit diesem scheiß Truck hier nicht mal ein Auto, das vor einem steht und das jetzt nicht weiterfährt. Arschloch! Fahr zu! Oder musst dich wegschieben? Ist doch wahr, ey. Ich muss ja abbiegen. Affenkopf. Nehmen wir mal nicht auf den Sack. So. Ich glaube, ich bin schon in Paris, ne? Hallo? Mal gucken. Ich bin mittendrin offensichtlich. Das heißt, ich habe entweder nicht gesehen, dass da stand, es erstmaliger Aufenthalt in Paris, oder, was auch denkbar wäre, oh, rot, dass ich einfach schon mal da war. So, da drüben ist der Auflieger zum Abliefern. Komm, schalt um. Wir haben doch keine Zeit. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Einparken hier wird. Ja, er gähnt auch nach wie vor und ich glaube, ich habe auch kaum mehr Zeit. Ob das jetzt nicht alles täuscht. Termin ist schon abgelaufen. Das ist ja scheiße. So, genau. Jetzt sagt er mir, dass ich eben automatisch einparken könnte. Aber wer möchte das? Ich nicht. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich hier ordentlich wenden kann. Oh weia, ey. Das ist echt heftig hier. Dieser Truck ist die Hölle. Ich sag's euch. Ich versuche jetzt einigermaßen gerade hier rauszukommen, aber das wird mir nicht so ganz einfach gelingen. Das sehe ich jetzt schon. Damit ich hier ein bisschen Platz zum Rangieren habe. So. Ich hatte auch etliche Tage Pause, sodass ich das gar nicht mehr gewohnt bin. Ja, und da haben wir ein Problem, ne? Weil wie soll ich den denn gerade kriegen hier? Das geht doch gar nicht. Scheiße. Warte. Nochmal hier rum. So. Oh je. Der Frenkel, er sieht nichts, gar nichts. Er sieht, dass er nichts sieht, ja? Ich muss aber doch noch ein Stück nach links, ne? Also solange ich die Parklücke nicht sehe, wird es echt schwierig. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich da woanders andötze jetzt. Ah, okay. Wir versuchen es noch ein bisschen gerader hinzukriegen nochmal. Jetzt bleibe ich gleich hier an dem Tor hängen. So wird das nichts, ne? Ich muss in diese Richtung. So ist das schon eher richtig. So. So, okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Luft wieder. Jetzt können wir hier versuchen nochmal auszurichten. Das ist mal ein Akt hier. So, immer noch sehe ich es nicht. Leider. Ich muss jetzt doch ein ganzes Stück nach links erstmal. Hör auf zu gähnen, das macht mich nervös hier.
Das ist ein Blindflug, Freunde. Aber sowas von. Aber es ist zumindest ein bisschen spannend, oder? So. Wenn es denn wenigstens hell wäre. So, jetzt sind wir schon ein Stückchen wieder weiter rüber. Und jetzt könnten wir doch eventuell auch endlich mal die Parklücke sehen. Fängt es auch noch zu pissen an, oder was? Das sind aber schon erschwerte Bedingungen hier. So, weiter nach links, weiter nach links. Bis wir diese scheiß Parklücke endlich mal sehen. Ich komme nicht weiter rüber. Das ist gerade ein Riesenproblem. Wo ist denn diese scheiß Parklücke? Sehe ich die denn? Da, ah, in dem Spiegel sehe ich sie, aber das ist ja viel zu weit weg. Da sehe ich halt nicht richtig. Das ist ja auch völlig bekloppt hier. Scheiße. Naja, dann dauert die Folge hier jetzt wohl doch was länger. Das tut mir leid. So, jetzt brauche ich auch noch scheiß Scheibenwischer. Ah, okay, wir sehen zumindest jetzt schon mal das Teil daneben, wo wir nicht hin müssen. Das freut mich ja schon mal. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, ist denn jetzt hier endlich diese Parklücke? Scheiße, ist immer noch nicht. Aber da ist sie. Jetzt sehe ich sie endlich mal. Okidoki, Frenkel. Das wird jetzt für Fortgeschrittene. Oh oh. Ein Stück drüber wieder. Oh oh. Das könnte knapp werden. Das wird er mir nicht durchgehen lassen, fürchte ich. Oder? 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 Komm. Das giltet. Nee, es giltet nicht. Scheiße. Also, nochmal raus. Das ist ja ganz schön streng mit mir, ne? Das muss man schon auch mal sagen an der Stelle. Oh, wow, wow. Jetzt bin ich erschrocken. Jetzt habe ich gedacht, ich habe schon wieder einen Unfall gebaut. Komm, das gilt jetzt aber hier. Komm. Komm. Hallo? Warum gilt das nicht? Na also, hip hip hurra, ich hab's geschafft, ausgezeichnet sogar, hervorragend. So, Bumsfallera, auf dem Weg zu Level 21. Das ging ja gerade nochmal alles gut hier, ne? So, jetzt hat er abgekuppelt, weg, 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 wir müssen jetzt hier weg. Ich muss jetzt erstmal hier zu einer Werkstatt fahren wir noch, ne? Das machen wir noch. Wie kommen wir am schnellsten hin? So. Nee, wir belassen es jetzt mal dabei, würde ich sagen. Die Folge hat eh schon länger gedauert, ja. Auch mit dem Einparken. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und in der nächsten Episode mal gucken, ob ich dann mir dann MAN-LKW kaufe, ob ich die Schwertransport-Mod nutze. Ich muss mal überlegen, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber kommt unbedingt wieder. Ich sag ciao, ciao.